Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht stoßen wir uns ein wenig daran, wenn wir das heutige Evangelium hören: Ich preise dich, Vater, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Wollen wir denn nicht eigentlich klug sein? Und jetzt ist es besser, zu den Unmündigen zu gehören? Wen hat Jesus gemeint mit diesem Wort damals? Es waren die Schriftgelehrten, die Schriftkundigen seiner Zeit. Sie waren Menschen, die ernsthaft versuchten, das Wort Gottes, den Auftrag Gottes im Alltag zu leben. Gott also ernst zu nehmen, wie wir heute sagen würden, den Alltag zu heiligen. Diese Schriftgelehrten versuchten gemäß der Heiligen Schrift zu leben. Sie schlossen sich auch in Gemeinschaften zusammen und machten Ernst mit Gottes Gebot. Vom Volk wurden sie geschätzt, gerade wenn sie ernsthaft mit ihrem Glauben umgingen und dabei ihr eigenes Volk, ihre Herkunft nicht aus den Augen verloren. Aber was ist dann schiefgegangen? Dass sie, die Gottesfürchtigen, die Schriftgelehrten, die sich Tag aus, Tag ein doch intensiv mit Gott und seinem Willen befassen, dass sie so harte Worte Jesu hören müssen, die Adressaten seiner Worte werden. An anderer Stelle bezeichnet er sie als getünchte Gräber. Nun, so klug und gescheit und gelehrt sie auch sind, sie spüren damals nicht, wer zu ihnen spricht. Die Schriftgelehrten meinen, genau Bescheid zu wissen. Ihnen kann quasi niemand ein X für ein U vormachen. Sie kennen doch die Schrift. Sie wissen doch ganz genau, was Gott von den Menschen will. Sie wissen doch ganz genau, was Gott von ihnen will. Und dabei fehlt ihnen das Wichtigste, dass sie nämlich auch auf ihr Herz hören, dass sie sich in Staunen versetzen lassen, dass sie für sich selber annehmen können, dass der, von dem die Heilige Schrift spricht, vor ihnen steht, dass sich die Verheißungen des Propheten aus der Wurzel Isais erfüllt in diesem Mann, der mit ihnen redet. Das können sie nicht verstehen. Und deshalb zeigen sie ihn ja am Ende auch der Gotteslästerung an. Sie sind zu klug. Sie wissen über alles Bescheid. Da kann nichts Unvorhergesehenes geschehen. Da darf auch nicht plötzlich Gott so in Jesus in ihre Welt eintreten. Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal meinte einmal, als er gefragte, was Glaube sei: Glaube ist das, Gott gibt sich dem Herzen zu spüren und nicht der Vernunft. Natürlich gehören im Glauben das Herz und der Verstand zusammen. Unser Glaube ist auch rational zu begreifen und nichts Irrationales. Aber nur mit dem Kopf geht es nicht. Gott will nicht, dass wir dumm sind, einfältig, unmündig im Sinne von ohne eigenes Denken. Nein, aber wir sollen nicht in der Klugheit verharren und unser Herz verschließen. Wir sollen unseren Verstand nutzen und das Herz öffnen, so wie Kinder ihr Herz dem Staunen öffnen oder wie Liebende einander ihr Herz öffnen. Denn unserem Herzen gibt Gott sich zu spüren und zu erkennen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit unseres Herzens,
damit wir nicht meinen, die Weisen und Klugen zu sein und damit Gott nicht in unser Leben lassen. Bleiben wir ein wenig und werden wir ein wenig wie die Kinder, die Unmündigen, die aber offen sind. Wenn sie einen Kinderwagen sehen und schon mal ein Kind da drin liegt und sie schauen, dann ist es oft so, dass das Kind die Hände entgegenstreckt. Und die meisten Krippendarstellungen, wenn sie sie sehen und das Christuskind nicht eingewickelt ist in die Windeln, dann streckt es die Arme aus. Gott möchte, dass auch wir unsere Arme ausstrecken, unser Herz öffnen, nicht nur im Advent.